Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen. Der Sky ist am Start und so eine kleine Runde. Let's Show Waffenbastlerei. Hier unten steht 6 nochmal für euch. Ihr kennt natürlich die alten Waffen, die ihr schon in anderen Videos sehen konntet oder halt auf anderen Bildern sehen konntet. Wenn ich jetzt dran denke, blende ich mal hier so ein paar Bilderchen ein von meinen alten Waffen bis zum Gehtnichtmehr, die ich heute nochmal wiederholt habe, die ich jetzt nochmal verbessert habe. Der letzte Standpunkt waren diese hier. Styrodor MR5B, ziemlich groß, ziemlich wuchtig, nicht komplett richtig, nicht komplett alles richtig gemacht. Zum Beispiel dieses hier ist eine reine Erfindung, die nicht dazugehört. Auch diese orangenen Felder hier, die überall drauf sind, man sie erkennen kann, weil ich habe nämlich eine kleine Überbelichtung hier. Auch mit Lichtfunktion. Überpo. Man sieht aber halt, dass es halt metallisch ist. Styrodor. Hier und hier haben wir Schaumstoff. Also wie gesagt, das ist so die alte Variante. Ich habe die jetzt nochmal gebaut. Also jetzt zum diese MR5B normale. Zum 1, 2, 3. Mal. Und die 4 Variante habe ich auch gebastelt. Die ist aber schrecklich, die zeige ich nicht. Aus dieser sozusagen. Und im Endeffekt jetzt diese hier, die neue MR5B, die ich gemacht habe, wesentlich genauer von der Proportion her. Einzigste Fehler, den ich gemacht habe, ist hier. Ich habe das ein bisschen zu dick ausgeschnitten, vor allem weil hier oben irgendwie so eine große Ecke hier fehlt. Ich weiß auch nicht warum. Man fühlt aber, dass es irgendwie zu groß ist irgendwie. Dafür hat da so einen kleinen Zederstand. Habe ich eingebaut. Auch hier wieder mit Taschenlampe dergleichen, aber halt diesmal ein bisschen ausgeschwärzt alles, damit man das nicht sofort erkennt. Auch diesmal komplett aus Styrodor, bis auf hier. Das hier ist EVA-Schaum, das bisschen hier. Alles andere, ach nee, doch nicht, Entschuldigung, vertan. Das hier, das ist im Rand, das ist ja auch noch EVA, ist ja auch noch Bodenmatte. Auch wieder mit dem Orangen, das hat sich irgendwie zu meinem Markenzeichen halt entwickelt. Ich fände es auch ein bisschen langweilig, wenn es halt nur normal aussehen würde. Hat auch einen oberen leichten Glanzeffekt, weil ich jetzt herausgefunden habe, wie man halt den aufbringen kann. Und zwar geht das mit Lack, aber aus der Dose, nicht aus der Sprühdose, sondern aus der richtigen Dose halt der Lack. Den könnt ihr einfach drauf schmieren, über Nacht trocknen lassen und schon habt ihr halt einen wunderschönen Glanzeffekt. Kann man jetzt leider nicht so gut auf der Kamera, glaube ich, erkennen. Also doch, ja, man sieht schon ein bisschen. Wenn man jetzt hier so auf das andere so geht, man sieht halt nicht hier so glänzend, und hier glänzt es halt. Das ist jetzt die MR5B. Hat sich komplett verändert. Bin ich ziemlich stolz drauf. Ich habe auch so ein bisschen an Schrauben und sowas hier gedacht, dass man die halt so ein bisschen erkennt. Wie gesagt, von der Proportion her wesentlich genauer. Ich habe hier einen dicken Lauf genommen. Um halt als schweren Lauf darstellen zu können, damit das ein bisschen genauer schießt, weil die MR5B ist halt ein bisschen bisschen ungenau und sowas. Dann die andere Variante, die ich noch habe, ist ja die BR. Auch hier wieder mit Matte, Laserpointer und Licht. Laserpointer werde ich entweder hier abmachen oder halt neue kaufen müssen. Extrem kleines Visier, ungerade, unschön. Hier man sieht hier in der Ecke, das passt nicht so ganz alles. Muss man mal so ein bisschen näher rangehen. Hier ist Schaumstoff, das ist so ein bisschen bla bla. Das ist ein bisschen dünn. Von der Proportion her ist es genau richtig. Sogar ein kleiner Mini-Trigger ist hier mit drinne. Ja, man erkennt es einfach nur ein bisschen abgeschnitten und dann kann man es halt so ein bisschen in der bewegen, so einen kleinen Trigger-Effekt. Auch diesen hat es komplett verändert, vor allem weil ich es halt nicht mehr so schön fand mit den ganzen
geriffelten hier. Fand ich nicht mehr so geil. Also habe ich das umgeändert. Ich habe jetzt eine neue BR gemacht. Und das ist dieses wunderschöne Stück hier. Größeres Visier. Wesentlich mehr Details. Diesmal das hier komplett aus Styrodur. Also auch hier die untere Hälfte, die untere Dinge, man sieht es hier halt ein bisschen schlecht geschnitten. Vielleicht sieht die Seite ein bisschen schöner aus. Ausgeschnitten halt, das hier ist halt, das hier bis hier hin ist halt so ein Stück. Pipapo. Diesmal halt hier ein bisschen mehr versucht wieder ins Detail zu gehen. Sprich, das hier unten ausgeschnitten, ein bisschen runder gemacht, wieder eingeklebt. Hier ein bisschen runter gemacht, also nicht irgendwie wie bei der anderen Küchenrolle hier drauf geklebt oder sowas. Ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, ob der Lauf zu lang ist, das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist der Lauf schief. Müsst eigentlich eher so gucken. Guckt aber so. Und ja, das sind so die Neuerungen bei mir. Wie gesagt, der hat noch keinen Laserpointer drauf. Auch hier wieder Glanzeffekt auf der ganzen, hier oben und hier unten und hier hinten. Und das sind so die Unterschiede. Das ist jetzt meine 1, 2, 3, vierte BR. Die ersten beiden waren halt ziemlich kaputt und pipapo habe ich mir nicht so richtig angestrengt. Bei der habe ich mich halt schon mal ein bisschen angestrengt. Und es ist halt richtig gut geworden an sich. Also ich bin auch noch sehr zufrieden hiermit, aber wie gesagt, diese hier ist tausendmal besser und sieht durch diesen Glanzeffekt auch nochmal richtig geil aus. Also ich finde, es ist mir verdammt gut gelungen. Es ist keine große Kunst, man stellt sich echt schwierig vor, aber vom Prinzip her ist es wirklich ziemlich einfach. Wenn ihr halt so mal Info-Video sehen wollt, wie man sowas zusammenbasteln kann, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schroten. Dann ist das hier so ein kleines Let's Show wieder gewesen. Was ich gerne mal wieder machen wollte, auch in die andere Richtung. Komischerweise müsste ich ja normalerweise so halten. So müsste ich es normalerweise halten. Aber ich kann es nicht. Ich muss komischerweise die Waffen so halten. Ich muss sie links halten. Und dann kann ich halt hier. Ja, Spielerei. Wie gesagt, das sind die beiden neuen. Ziemlich schön, ziemlich pipapo. Wie gesagt, ein Info-Tutorial kann ich dazu mal machen. Und jo, das ist das ganze Video im Endeffekt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, wie das funktioniert, unten in die Kommentare schrotten. Ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Let's Plays oder hoffentlich auch noch online. Ciao!